Zäpfelkerns Abenteuer, Kapitel 3. Meister Thorntiegel macht sich sogleich an die Arbeit, erlebt aber wenig Freude daran. Wie Meister Thorntiegel die 4 Treppen zu seiner kleinen Dachkammer hinaufstieg, murmelte er nach seiner Gewohnheit vor sich hin: »Sapperlot, Sapperlot, tut mir mein Schienbein weh. Und müde bin ich auch von der Balgerei mit Meister Pflaume. Sapperlot nochmal. Aber schlafen? Nein, schlafen geht nicht. Ich muss noch heute Nacht meine Kasperle-Figur schnitzen. Das soll ein Kasperle werden, wie noch keins da war. Der König aller Kasperle. Und soll sein ganz wie ein wirklicher Mensch. Wozu bin ich ein Genie, wenn ich das nicht kann? Kunst muss der Mensch haben. Aus einem Stück Holz eine Figur machen, die laufen, tanzen, springen und Purzelbaum schlagen kann, das ist Kunst, das ist Witz. In diesem Augenblick kam er an seiner Türe an, schloss sie auf und trat in seine Stube. Sehr reich sah es darin nicht aus. Sie hatte schiefe Wände und ein einziges kleines Dachfenster. Ein wackeliger alter Tisch stand in der Mitte und darauf eine kleine Öllampe. Wie Meister Thorntiegel die angezündet hatte, konnte man noch ein schmales Bett erblicken, einen Stuhl, einen Waschtisch und ein Regal, auf dem allerhand Messer zum Schnitzen, ein paar Leimtöpfe und bunte Puppenkleider lagen. Ferner schien auch noch ein Ofen da zu sein, der, obgleich es schon Mai war, vor Hitze glühte. Es sah aber bloß so aus, denn der glühende Ofen war mit bunten Farben an die Wand gemalt. Genauso wie der dampfende Suppentopf, der darauf stand. Woraus man deutlich ersehen kann, dass Thorntiegel wirklich ein Künstler und ein Genie war. Thorntiegel trat an den gemalten Ofen heran und hielt seine etwas kalt gewordenen Hände darüber. »Ach, das tut gut«, sprach er, »wenn man ein bisschen friert. Wenn man Fantasie hat, braucht man keine Kohlen.« Dann holte er sein Schnitzmesser, hob den Stuhl an den Tisch, setzte sich darauf und nahm das Stück Holz vor. »Zuerst muss das Kind einen Namen haben«, murmelte er. »Ich muss doch wissen, wen ich mache. Soll ich ihn Thorntiegel Junior nennen?« »Da muss ich doch schön bitten«, rief ein dünnes Stimmchen. »Ich heiße Zäpfelkern.« Wie das Thorntiegel hörte, erschrak er nicht etwa, wie Meister Pflaume bei gleicher Gelegenheit getan hatte, denn Thorntiegel wunderte sich umso weniger über eine Sache, je verwunderlicher sie war, sondern der sagte ganz einfach: »Ah, du hast also schon einen Namen. Umso besser. Dann brauche ich mir darüber nicht erst den Kopf zu zerbrechen. Also, Zäpfelkern. Nur famos. Zäpfel ist sowas wie Hänsel oder Frenzel. Und Kern? Ja, Kern, das klingt ganz hübsch und dauerhaft. Und dafür will ich dir aber auch ein wunderschönes Köpfel schnitzen, mein liebes Zäpfel. Ein reizendes Zäpfelköpfel.« Und er fing an und schnitzte. Erst war es nur eine runde Kugel, dann grub er Locken hinein, dann glättete er einen schönen und breiten Stirnbogen ab und dann brachte er darunter eirunde, geräumige Höhlen für die Augen an. Und kaum war dies geschehen, da waren aber auch schon, Gott weiß woher, ein paar blanke blaue Augen da, die ihn ganz impertinent anglotzten. Thorntiegel fand das gar nicht artig und sprach: »Sieht man seinen Papa so unverschämt an, hä?« Aber es folgte keine Antwort. Daher hielt sich der geschickte Künstler nicht weiter bei den Augen auf, sondern begann, die Nase herauszuschnitzen. Da begab sich aber etwas Sonderbares, das jeden anderen in höchstes Erstaunen versetzt haben würde, nur nicht diesen genialen Thorntiegel. Nämlich, je mehr er an der Nase herumschnitzte, desto länger wurde die. »Was ist denn das, Zäpfel?«
rief der Meister aus. Ich wünsche, dass du eine anständige und runde kleine Stumpfnase kriegst und es wächst dir ein Zinken aus dem Antlitz, wie er frecher und länger gar nicht gedacht werden kann. Ja, auf die Weise wirst du nie so schön wie dein Papa. Aber die Nase kümmerte sich gar nicht um diese Einwendung, sondern wuchs und wuchs. Und wie sie lang genug gewachsen war, krümmte sie sich nach unten und stand dann fest als richtige Kasperlnase. Auch gut, meinte Zorntigel, ganz wie es euch beliebt, euer Wohl, lang und krumm geboren. Ich mach mich jetzt an den Mund. Und er setzte das Messer in die Quere an und machte einen manierlichen, nicht zu langen Einschnitt. Aber ritschratsch fuhr der Einschnitt rechts und links auseinander, öffnete sich weit und lachte, lachte und lachte. »Ja, was sind denn das für Manieren?« schrie der Mann mit der gelben Perücke. »Wirst du wohl gleich mit dem ungezogenen Gemecker aufhören?« lachte der Mund. »Mach die Klappe zu!« rief Zorntigel. »Haha!« lachte der Mund. »Ruhe!« rief Zorntigel. »Hohoho!« lachte der Mund. »Anstand!« gebot Zorntigel. lachte der Mund. »Schweig! Oder ich stopf dir meine Perücke in den Schlund!« brüllte Zorntigel. Das half. Der Mund hörte mit Lachen auf, streckte dafür aber seine Zunge so weit raus, wie es nur irgend möglich war. Meister Zorntigel hielt es für das Beste, diese neue Ungezogenheit vornehm zu übersehen und setzte seine Arbeit fort. Er schnitzte kunstvoll ein kräftiges, scharf nach vorn herausstehendes Kinn, das mit der großen Nase vortrefflich harmonierte, fügte einen runden, starken Hals hinzu, von dem aus er ein paar breite, etwas eckige Schultern ausgehen ließ, setzte einen schönen, breiten Brustkorb darunter, vergaß auch nicht ein hübsches, weder zu dickes noch zu dünnes Spitzbäuchlein und setzte dann mit kunstreichen Gelenken und Fingern Arme und Hände an. Als er das getan hatte, wandte er sich um, weil er ein anderes Werkzeug von seinem Regal holen wollte, aber da fühlte er es plötzlich auf seinem Kopf kalt werden und sah, als er sich umdrehte, seine Perücke in den eben erst fertig gewordenen Händen der frechen Figur. Das versetzte ihn in einen großen Zorn und er rief, »Ja, wirst du mir wohl gleich meine Perücke wiedergeben, du frecher Bube, der schon ungeraten ist, ehe ich ihn noch ganz fertig gemacht habe.« Diese Worte machten indes gar keinen Eindruck auf die Figur, die da auf dem Tisch saß, als wollte sie mit den Beinen baumeln, die sie noch gar nicht hatte. Statt die Perücke herzugeben, setzte sie sich diese auf den Kopf und kicherte höchst spöttisch unter dem Haargebäude, das sie völlig verdeckte. Diese neue Frechheit stimmte den kunstfertigen Zorntigel ganz traurig. »Ach du lieber Gott«, seufzte er, »was werde ich von dieser schrecklichen Figur noch alles auszustehen haben, die selbst im beinlosen Zustand nicht mal vor meiner Perücke Respekt hat. Ich muss irgendeinen Fehler gemacht haben. Vielleicht hätte ich doch nicht wünschen sollen, dass sie ganz wie ein Mensch wird. Ach, 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 ich fürchte, ich habe eine Dummheit gemacht.« Und er setzte sich ganz betrübt auf seinen Stuhl. Da klang es sanft unter der Perücke hervor. »Unsinn, setz deine Suppennudeln auf und mach mir Beine.« Das ließ sich Meister Zorntigel nicht zweimal sagen. Kaum aber hatte er der Figur Beine und Füße angesetzt, so fing die auch schon so unverschämt an zu strampeln, dass ihr Erzeuger mehr als einmal das Gefühl von Fußtritten verspürte. »Dazu sind die Füße nicht da«, sagte Zorntigel, »sondern zum Gehen.« »Was ist das denn?« fragte Zäpfelkern neugierig. »Das sollst du gleich lernen«, antwortete der Meister, hob ihn vom Tisch auf die Erde, nahm ihn an der Hand und kommandierte. »Rechts, links, rechts, links« und marschierte mit Zäpfelkern in der Stube auf und ab. Anfangs ging das nur langsam, zögernd und steifbeinig. Aber bald war Zäpfelkern Herr über seine Gelenke und kommandierte selber.
rechten, linken, rechten, linken, Speck und Schinken, Speck und Schinken, linken, rechten, Finken, Spechten, hin und her, herum, heraus, durch die Türe, aus dem Haus. Und bei diesem Wort stieß er die Tür auf und lief klapp, klapp, tippel, tippel, tapp die Treppe hinunter. Und an dem Bäckerjungen vorbei, der eben die Frühstückssemmeln gebracht hatte, auf die Straße, die im hellen Morgenlicht dalag, hinaus, denn es war mittlerweile Tag geworden. Seine hölzernen Füße klapperten auf dem Straßenpflaster wie 20 Paar kleine Holzpantinen. »Haltet ihn fest! Haltet ihn fest!« schrie Meister Zorntiegel, indem er atemlos hinter ihm herlief. Aber die wenigen Leute, die in so früher Morgenstunde auf der Straße waren, dachten gar nicht daran, vor lauter Erstaunen, ein leibhaftiges Kasperle an sich vorbeirennen zu sehen. Und weil man ja über ein Kasperle immer lacht, so lachten sie schließlich, statt dass sie ihn festhielten. Also wäre Zipfelkern wahrscheinlich entwischt, wenn sich nicht ein Schutzmann am Ende der Straße breitbeinig auf den Fahrdamm aufgepflanzt hätte, meinend, sein Pferd durchgegangen und tapfer entschlossen, es aufzuhalten, wie es seine Pflicht war. Wie Zipfelkern den Schutzmann gleich einem Turm mit weitem Torbogen vor sich sah, dachte er sich, schön von dir, dass du deine Beine so breit auseinandergestellt hast, darunter komme ich 10-mal durch. Aber Schnecken. Der Schutzmann, ohne sich von der Stelle zu rühren, bückte sich einfach, wie Zipfelkern durchwitschen wollte, und packte ihn, ebenso höflich wie sicher, an seiner langen Nase, die wie für die Hand des Gesetzes geschaffen zu sein schien, und überlieferte ihn trotz seines Gestrampels dem nun mittlerweile auch herbeigekommenen Zorntiegel, der seinen Namen noch nie so in der Tat geführt hatte wie eben jetzt. »Warte, mein Junge«, rief der empörte Meister, »dir werde ich fürs Erste die Ohren etwas lang ziehen.« Aber siehe da, wie er diese sehr begreifliche Absicht ausführen wollte, stellte es sich heraus, dass er bei all seiner Genialität vergessen hatte, seiner Kasperlefigur überhaupt Ohren anzusetzen. Blieb ihm also nichts weiter übrig, als Zipfelkern am Nacken zu packen und ihn so vor sich herzuschieben. Dabei sprach er, »Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, du Galgenstrick. Ich werde dir jetzt eigens zu dem Zweck zwei Ohren fabrizieren, dass ich dich daran ziehen kann.« Diese Aussicht missfiel Zipfelkern aufs Höchste. Und so dachte er auf Mittel und Wege, ihr auszuweichen. Es fiel ihm aber nichts Besseres ein, als sich plötzlich lang hin auf die Erde zu werfen, mit der Miene eines Menschen, der fest entschlossen ist, sich von keiner Macht der Welt wieder auf die Beine bringen zu lassen. Natürlich lockte dieser Umstand eine Menge Neugieriger herbei, und da es meistens Müßiggänger waren, die immer und überall keinen anderen Beruf haben, als ungefragt ihre Meinungen zu sagen, so fehlte es nicht an allerhand müßigen Äußerungen. »Der arme Kasperle«, sagte eine, »wie ängstlich er aussieht.« »Das arme Wurm wird gewiss zu Hause immer misshandelt«, meinte ein anderer. »Man braucht bloß den Kerl in der gelben Perücke anzusehen, um sich vorstellen zu können, wie er das hilflose Wesen prügelt«, fügte ein Dritter hinzu. »Er hat ganz das Ansehen eines Wüterichs«, behauptete ein Vierter. »Der wird den armen Knirps ermorden«, rief ein Fünfter. »Das darf man nie und nimmer zulassen«, schrie ein Sechster. »Ja, ist denn keine Polizei da?«, kreischte eine dicke Milchfrau. Und da kam auch schon der Schutzmann und entschied sich, unter dem Einfluss von 100 lärmenden und mit den Armen in der Luft herumfuchtelnden Frauen und Männern zu einer angemessenen Amtshandlung. Er packte Meister Zorntiegel am Arm und erklärte ihn als seinen Gefangenen, wegen Erregung eines Straßenauflaufs. Zipfelkern aber sprang, während sein unglücklicher Erzeuger unter dem Beifall der Volksmenge abgeführt wurde, munter auf und lief davon, so schnell ihn seine Beine tragen konnten.